Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, oft wird die Frage gestellt im Internet, ob man Primeln als Zimmerpflanze halten kann, so wie hier jetzt an der Fensterbank oder zum Beispiel schön als Tischdeko. Oft werden Primeln ja verkauft im Frühjahr, um eben schon mal dann bunte Farbe in den Garten zu bringen oder im Herbst dann noch bunte Farbe zu erhalten. Ja, aber wie sieht es wirklich aus mit dem Halten in der Wohnung? Das sage ich euch jetzt hier in diesem Video. Ja, meine Primeln stehen jetzt hier auf der Fensterbank an einem Nordfenster. Das heißt, sie kriegen hier ausreichend Licht. Das ist bei mir hier der Hausflur, der unbeheizt ist. Und das ist im Prinzip auch für einen Innenraum der ideale Standort für die Primeln. Denn es darf nicht zu warm sein. Sie fühlen sich so bei 15 Grad oder bis zu 15 Grad wohl. Ja, von 10 bis 15 Grad. Das habe ich jetzt hier momentan in diesem Bereich. Aber ja, irgendwann wird es im Sommer dann zu warm werden, auch hier in diesem Hausflur. Und dann ist es natürlich nicht so optimal. Die Pflanze verkraftet das, aber sie wird dann auch irgendwann aufhören zu blühen. Eine Blühdauer von 30, 40 Tagen hat sie ja ohnehin. Und ja, umso besser die Bedingungen sind, umso eher erhält sie diese natürlich auch. Und deshalb wird sie in einem Wohninnenraum ja, schneller aufhören zu blühen. Auf einem Tisch als Tischdeko ist sie nur kurzzeitig geeignet, weil sie, wie gesagt, das Licht vom Fenster braucht. Sie sollte dann schon an einer Fensterbank stehen. Beim Gießen verhält es sich im Prinzip genauso wie draußen auch. Der Erdballen sollte dauerhaft feucht sein, aber wie gesagt, Staunässe sollte eben vermieden werden. Ja, kurzes Fazit, man kann also diese Pflanze als Zimmerpflanze durchaus halten. Direkte Sonneneinstrahlung bitte auf gar keinen Fall. Das ist drinnen noch schädlicher als draußen. Aber optimal ist es nicht. Und wie gesagt, im Sommer, wenn es dann wirklich zu warm wird irgendwann, es wird ja dann in der Wohnung früher warm als draußen, da sollte sie dann ja auch in den Garten, auf dem Balkon, wie auch immer. Zum Überwintern ist es in der Wohnung gar nicht schlecht. Da kann man sie genauso halten, wie ich das jetzt eben hier beschrieben habe und so wie ich das mache. Bei mir hier an diesem Nordfenster, ja, ist ideal. Was viele nicht wissen, Primeln sind mehrjährige Produkte. Das heißt, ja, man muss sie nicht wegschmeißen im Winter oder einfach draußen lassen, dass sie kaputt frieren. Die halten ungefähr so bis minus 5 Grad aus. Ja, dann gehen sie kaputt und das wird ja im Winter durchaus schon mal erreicht. Und deshalb kommen meine dann im Winter definitiv hier so auf die Fensterbank, überwintern da und kommen dann im März wieder raus und können dann ihre Blüten bilden und alles ist ja wunderschön. Ja, also kurzfristig ist es definitiv kein Problem, Primeln als Zimmerpflanze zu halten. Langfristig hat man im Garten mehr Freude, aber es ist unter gegebenen Umständen möglich, wie ich erzählt habe. Ja, ich hoffe, dieses Video war informativ für euch. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich auch gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.